Freunde, weiter geht's mit dem vierten Part bei Star Wars Squadrons, und zwar holen wir uns die Belohnung erstmal ab. Oder können wir uns, oder kann ich hier keine abholen? Na gut, dann geht das noch nicht. Dann weiter mit der Story. Story fortsetzen. Mission 2, die Himmel von Yavin. Ja, geil. Hammer, wir fliegen. Ansehen. Sehen wir uns auch nochmal an. Können wir hier noch was ansehen? Gut. Dann gehen wir hier hin. Und ab ins Cockpit. Verlassen. Ich will starten. Kollege, hier, Gun und Keio. So schnell wird sich das Imperium nicht wieder in unser Territorium wagen. Dank unserer neuen Pilotin. Ja, und dem Rest von uns. Das ist kein Wettrennen. Wir sind ein Team. Du hast recht, Gunny. Aber trotzdem, echt gut geflogen. Danke. Wo wir gerade vom Fliegen reden. Das erinnert mich an das Drachenlochrennen vor ein paar Jahren. Hast du dir das angesehen, Kyo? Na klar, hab das ganze Rennen im Holonet mitverfolgt. Ja, ich auch. War von Anfang bis Ende mit dabei. Aber ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich glaube, das war einer von den Elch-Zwillingen. Nein, warte. Dallin Hoop. Ja, der war es. Mann, der hatte es damals echt drauf. Die einzige Person, die ihm das Wasser reichen könnte, ist Kyo. Ach, hör auf. Dallin Hoop hat 9 Meisterschaftstitel. Ich habe gerade mal 5. So unterhaltsam das Thema auch ist, Commander Japes meinte, jemand Besonderes wartet auf uns im Besprechungsraum. Ja, dann mal los. Finden wir heraus, was als nächstes ansteht. Bin auch schon gespannt. Der Commander wartet. Dann los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und wo ist er jetzt? Ich dränge ihn mit der Talos-Gruppe von einem medizinischen Konvoi Richtung Yavin. Er steckt in Yavins Atmosphäre fest, kein Hyperantrieb. Für die Talos-Gruppe allein sind zu viele Jäger vor Ort. Ist das Poe Dameron? Ah, ein Besucher. Wedge Antilles, Renegatenstaffel. Ihr seid wohl dafür verantwortlich, dass meine Kommunikation wieder funktioniert. Ich habe ein Problem mit einem Sternzerstörer, bei dem mir Vanguard möglicherweise helfen könnte. Wir brauchen einen Sternzerstörer für Projekt Starhawk, intakt. Zeigen wir, was Vanguard kann. Wedge und bitte. Dann los. Ihr habt das vermutlich alles schon mitbekommen. Die Talos-Gruppe hat den imperialen Sternzerstörer Victorum über den Planeten Yavin eingekesselt. Wir müssen ihnen helfen, ihn kampfunfähig zu machen und zu übernehmen. Wir müssen zunächst einmal die Geschütze ausschalten. Dann wird der Rest wesentlich einfacher. Wenn wir auch das Zielerfassungssystem zerstören können, verschafft uns das noch etwas mehr Zeit. Anschließend müssen wir den Sternzerstörer zum Entern klar machen. Dafür müsst ihr eine potenzielle Schwachstelle im Rumpf der Victorum ausfindig machen, am besten in der Nähe der Brücke. Sobald ihr eine gute Stelle gefunden habt, bombardiert sie, bis der Rumpf durchbrochen ist. Wir können jedoch davon ausgehen, dass die Victorum noch immer einige TIE-Jäger im Hangar hat. Und die werden versuchen, uns aufzuhalten. Kein Problem, darum kümmere ich mich. Die Entermannschaft übernehmen. Während unsere Truppen die Brücke einnehmen, wird Vanguard die Außenseite beschützen, für den Fall, dass feindliche Verstärkung eintrifft. Sobald das Team die Brücke eingenommen und die Kontrolle über den Sternzerstörer erlangt hat, treffen wir uns mit der Temperance. Okay, das klang jetzt so, als ob das Stehlen eines Sternzerstörers eigentlich ganz einfach wäre. Hoffentlich habe ich recht. Ja, hoffen wir es mal. Ein Sternzerstörer. Verlangst du ihn da nicht schon ein wenig zu viel abblenden? Vanguard wird damit klagen. Oder etwa nicht? Außerdem braucht Projekt Starhawk den Sternzerstörer für... Na, du weißt schon. Wedge hat sich in der Schlacht von Yavin einen Namen gemacht.
Er kennt das System besser, als es das Imperium je kennen wird. Ihr kämpft in einem ehemaligen Gebiet der Rebellion. Wenn Wedge also einen Ratschlag hat, solltet ihr lieber die Ohren aufsperren. Denkt außerdem daran, dass auch ein verwundeter Krakaner noch zubeißen kann. Seid vorsichtig in der Nähe des Sternzerstörers. Brecht auf, so früh ihr könnt. Dann machen wir das. Der Commander will, dass du diesmal einen X-Flügler fliegst. Ich habe ihn für dich mit Ionenraketen ausgestattet. Damit lassen sich feindliche Jäger sowie Subsysteme von Großkampfschiffen lahmlegen. Ja, nice. Sehr schön. Teambesprechung. Wir sind also auf dem Weg nach Yavin, mit wichtiger Gesellschaft, wie es aussieht. Und jetzt wissen wir, dass Projekt Starhawk einen imperialen Sternzerstörer benötigt. Das ist genug Feuerkraft, um eine kleine Flotte auszulöschen oder dem Imperium eine unangenehme Überraschung zu bescheren. Das allein würde die Geheimnistuerei nicht rechtfertigen. Es steckt mehr hinter dem Plan des Commanders. Wir müssen ihm wohl einfach vertrauen. Leider wird das keine leichte Angelegenheit. Selbst ein beschädigter Sternzerstörer verfügt über unzählige Panzerungen, Geschütze und Schilde. Mein armer, intoleranter Vater nannte Sternzerstörer immer die Fäuste des Imperiums. Falsch lag er damit nicht. Aber sie sind nicht unbesiegbar, wenn man gut ist und Glück hat. Bleiben wir lieber optimistisch. Auf nach Yavin. Verschwenden wir keine Zeit. Auf geht's nach Yavin. Battlefront 2, übrigens einer meiner Lieblingsmaps. Ist ja ein Rebellenstützpunkt. Ionenwaffe, alles klar. Den kriegen wir auch. Wow, was ist jetzt los? Das war knapp, aber nicht knapp genug. Boah, shit, ich weiß gerade gar nicht, was ich machen muss. Flaggschiffsysteme. Ja, klar. Ja.
Gut. Den holen wir uns auch. Danke, du bist echt in Ordnung. So, komm. Nochmal versage ich nicht. Der Feind hat mich erfasst. Nicht mehr. Du bist jetzt in Sicherheit. Zu freundlich. Jawohl, fast erledigt, auf jeden Fall. Geschafft. Dann sammeln wir uns mal. Ihr wollt wirklich den Sternzerstörer stehlen? Das ist der Plan. Okay, Vanguard, mir nach. Begeben wir uns zu Victoria. Na, Wedge, ich folge dir schon. Konzentriert eure Schilde, bevor sie das Feuer eröffnen. Heckschild. Habe ich. Ach, Bug muss ich auswählen. Schalte das Zielerfassungssystem aus. Achtung! Energie auf die Pole und Schilde. Das war ein gutes Manöver gerade. Zielerfassung des Sternzerstörers ausgeschaltet. Ja, sehr nice. Alles sicher für die U-Flügler. Das ist unsere Chance, den Sternzerstörer einzunehmen. Wenn wir die Brücke erobern, haben wir Zugang zu den Entfernsystemen. Es geht nach einer Schwachstelle, an der die Entermannschaft einsteigen kann. Du bist da, 5. Sternzerstörer aufbrechen. Genau wie in alten Zeiten. Jo, ich mach's. Ach, ich muss scannen. 5 kennst du noch nicht? Bestimmt. Aber ich hab noch keine Ahnung, wie man bestimmt. Sag mir Bescheid, wenn ich meinen Funk wieder einschalten kann. Wenn dein Funk ausgeschaltet ist, wie sollen wir dir dann sagen, dass... Ach, vergiss es. Imperiale Jäger im Anflug. Lass mal gucken, wie ich da reinkomme. Hier bin ich. Um zu scannen. Gut.
So, habe ich. Bin schon dabei. Krass, Alter. Wow, 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 wow. Shit. Das war ein sauberer Schuss. Nice. Ja, dann pass auf. Raise. Das ist ganz schön unhöflich. Shit, Mann. Komm noch nicht so ganz zurecht, ey. Heftig. Jawohl! Jetzt haben wir's. An deiner Seite. Ey! Ja, lass mich doch mal raus hier. Ich bin gerade gefangen. Rückwärtsgang gibt's auch, ja Gott sei Dank. Ich sehe hier auch gar nichts, Alter. Das ist richtig mies. Ich bin schon dabei. Haben wir. Alle Jäger zerstört.
Gegner sind schon auf dem Weg. Wir bringen die Entermannschaft sicher ans Ziel. Na, natürlich. Folgt mir zum Schlepper. Wir gehen mit Deckung. So, dann zurück zum Stützpunkt. Entermannschaft, wir haben euch im Blick. Seid ihr bereit für einen Sternzerstörer? Verstanden, Captain Antilles. Bringt uns hin, wir übernehmen dann. Ihr habt's gehört, Vanguard. Bringt die U-Flügler an ihre Position. Seid vorsichtig. Und die Mannschaft des Sternzerstörers? Wenn unsere Entermannschaft die Brücke übernimmt, ja, Wetsch, wo willst du hin, Mann? Die Mannschaft wird kein Problem sein, ohne Computerzugang und mit verschlossenen Panzertüren. Da ist ein imperiales Trägerschiff. Sie schicken Verstärkung. Sie werden den Turm nicht kampflos aufgeben. Vega, schieß diesen Kreuzer ab. Fortgeschrittene Zielerfassung. Standardmäßig berücksichtigt deine Zielerfassungssystem nur Einsatzziele. Du kannst diese aber mit dem Zielerfassungsgrad ändern. Du kannst das Zielerfassungssystem beispielsweise auf Flaggschiffsysteme einstellen, um dich auf Subsysteme eines tödlichen Sternzerstörers zu konzentrieren oder auf alle Feinde, um Feinde ins Visier zu nehmen, die nicht missionskritisch sind, wie die TIE-Jäger. Mit L2 also. Was muss ich machen? Ach, alle Feinde muss ich auswählen, gut. Oh shit, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, wie soll ich denn umdrehen, Mann? Witzig. Okay.
Jawohl, so geschafft. Warum nicht gleich so? An meiner Position sammeln. Zu mir, Vanguard. Informieren uns bei der Victorum. Die Hintermannschaft könnte Unterstützung brauchen. Wir haben die Panzertür fast offen. Noch ein imperiales Trägerschiff. Jetzt sind es drei Trägerschiffe. Das sind viele. Bereit machen, Leute. Wir sind drin. Übernehmen die Kontrolle. Jetzt. Ach, die werden schon zerstört, alles klar. Der Sternzerstörer ballert seine eigenen Trägerschiffe ab. Wundervoll. Geil. Das Schiff gehört uns. Wir haben es echt geschafft. Und Projekt Starhawk hat den... Ich kann gar nichts machen, ey. Hey, Mann. Das Schiff gehört uns. Wir haben es echt geschafft. Und so, jetzt nochmal. Zu mir, Vanguard. Informiere uns bei der Victorum. Die Hintermannschaft könnte Unterstützung brauchen. Jetzt geht's auch. Wir haben die Panzertür fast offen. Noch ein imperiales Trägerschiff. Eins. Jetzt sind's drei Trägerschiffe. Das sind viele. Bereit machen, Leute. Wir sind drin. Übernehmen die Kontrolle. Jetzt. Yes. Putz. Der Sternzerstörer ballert seine eigenen Trägerschiffe ab. Wundervoll. Das Schiff gehört uns. Wir haben es echt geschafft. Und Projekt Starhawk hat jetzt einen Sternzerstörer. Geschafft. So. Ab hier übernimmt ihr Vanguard. Ich eskortiere die Thanos-Gruppe zu einem sicheren Zufluchtsort. Ausgezeichnete Arbeit. General Syndoma wird beeindruckt sein. Wedge Adam. Medaille für langjährigen Dienst. Auf Spähmission. Gut, warte mal, umdrehen. Medailleninfo. Die Schwachstelle der Victorum beim ersten Scan entdeckt. Frist von einer tödlichen Verfolgung gerettet. Mission 2 abgeschlossen, ohne zu sterben. Nice. Mission 2 in 13 Minuten oder weniger abgeschlossen. Mission 2 abgeschlossen. Ja, sehr nice, Freunde. Das war's dann erstmal jetzt mit dem vierten Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Haut rein.